Hi, heute möchte ich euch den wenig dokumentierten Performance-Unterschied zwischen der DaVinci Resolve Free-Version und der Studio-Version zeigen. Der ist nämlich gar nicht so klein. War das ungefähr richtig? Hast du gar nicht so schlecht gemacht. Ja? Alles klar. Ja, willkommen zu diesem Video. Ihr habt es schon im Titel gelesen und auch hier vom Andi gehört. Es geht um das Thema Resolve und die Performance-Unterschiede zur Free-Version, wie schon eben erwähnt. Erstmal ganz kurz, wer ist Andi? Du kannst dich mal kurz vorstellen. Mein Name hast du schon gesagt, Andi. Ich habe meinen gleichnamigen Kanal Andi Gravo. Ich bin Fotograf und habe auch einen Fotografiekanal. Beschäftige mich aber natürlich durch YouTube auch einigermaßen viel mit DaVinci Resolve und Schnitt. Und dazu haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Richtig, genau. Außerdem machen wir jetzt hier noch so eine kleine Fototour im Anschluss und werden ein bisschen Berlin unsicher machen, mal schauen, was da noch so passiert. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema. Du hattest mich ja so angeschrieben zu dem Thema, weil ich darüber ehrlich gesagt gar nicht so viel wusste, über diese Unterschiede. Du kannst ja einfach was erzählen in Bezug auf Performance. Genau, also ich bin irgendwann mal auf DaVinci Resolve gestoßen und habe mich gefreut, dass es erstmal ein kostenloses Programm ist und dass es irgendwie aus Hollywood kommt und Color Grading so ist super klasse. Und wenn man so ein bisschen auf der Webseite schaut, bekommt man den Eindruck, dass die Unterschiede zwischen der kostenlosen Version und der Studio-Version nicht ganz so gewaltig sind oder zumindest für die Leute, die YouTube-Videos machen wie wir, nicht so gewaltig sind. Also es geht da um, die Studio-Version hat HDR-Funktionalität, braucht man nicht unbedingt, kann 3D-Videos schneiden, brauche ich auch nicht unbedingt und hat irgendwelche Netzwerk- und Teamfunktionen und ein paar weitere Filter. Richtig. Mag alles sein. Aber es gibt durchaus auch einen ziemlich großen Performance-Unterschied, der eben, wie gesagt, nicht so dokumentiert ist. Den, glaube ich, Blackmagic nicht so häufig erwähnt. Mhm, genau. Ja, du hattest es ja schon mal kurz angesprochen. Es geht hauptsächlich um H.264 und H.265 Codecs. Das sind ja so die Codecs, die in den gebräuchlichsten Consumer-Kameras, Sonys, Canons und so weiter benutzt werden. Du filmst mit einer A7R III. Richtig, genau, von Sony. Die ist davon betroffen. Und die Profi-Codecs eher nicht. Du kannst mal ein bisschen... Genau, also das ist eigentlich das Witzige, weil also ich filme mit der Sony Alpha 7R Mark III, vorher mit Canon, also Fotokameras, die ja auch H.264 Codecs benutzen. Ich filme in 4K und mir ist es halt aufgefallen, wenn ich eine schnelle Schnittfolge habe, dann fängt die Timeline sehr schnell an zu stottern und dann merkst du ziemlich schnell, kommt der Rechner irgendwie so ein bisschen aus der Puste und dann wird es ein bisschen müßig, ehrlich gesagt, zu schneiden. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und habe geschaut, was ich machen kann. Ich dachte erst, es liegt an meinem Rechner. Also ich habe einen Quad-Core Intel Core i7, also einen ordentlichen Rechner, aber das ist jetzt auch keine Workstation. Und ich habe eine Nvidia-Grafikkarte, 1080 GTX, also die ist eigentlich auch ganz stattlich. Und ich dachte, oh Mensch, jetzt müsste ich da wirklich was investieren. Dem ist aber nicht so. Es liegt tatsächlich an der kostenlosen versus Studio-Version, denn die kostenlose Version hat keinen H.264 Hardware-Decoder. Das heißt, der wird nicht beschleunigt bei der Wiedergabe und auch nicht beim Rendern. Das kann wiederum die Studio-Version. Das heißt, die kann mit dem Codec sehr, sehr viel besser umgehen. Das liegt daran, dass der Codec das ist halt ziemlich komprimiert aus den kleinen Kameras und da muss die CPU ziemlich arbeiten, das alles zu dekodieren und eben darzustellen. Ja. Du wirst das Problem nicht so haben mit deiner C200. Richtig, genau. Also die C200 hat ja den RAW-Codec, mit dem ich auch hauptsächlich filme, wobei ich jetzt bei YouTube-Geschichten auch mal in H.264 MP4 filme. Aber ich habe ja auch die Studio-Version seit 2 Jahren, deshalb war mir das Problem gar nicht bewusst. Jetzt gar nicht so auf. Richtig, also ich hatte auch viele Abonnenten, die mir schon geschrieben haben, DaVinci läuft irgendwie nicht so gut und es waren dann auch meistens eben Leute, die eine Free-Version hatten, was ja auch grundsätzlich cool ist. Problem ist nur eben dabei, dass gerade die Leute, die halt eher im Einsteigerbereich unterwegs sind, hauptsächlich auch eher mit kleineren Consumer-Kameras filmen, mit Sonys und so weiter. Und die Profis, die es ja eigentlich betrifft, die haben dann meistens Kameras mit ProRes-Codecs oder eben RAW-Codecs. Und die haben dann aber auch meistens wiederum die Studio-Version, die kriegen das dann erst recht nicht mit. Und witzig eigentlich, ja. Genau. Wie krass ist denn der Unterschied? Du hast ein paar Tests gemacht oder richtig machen lassen? Genau. Also ich habe selber getestet, aber mein Cousin, der eben auch filmt und fotografiert, der hat, ich muss ein bisschen zurückspulen, er hat halt auch die kostenlose Version verwendet und dann hat er halt seinen Rechner abgegradet, weil er dachte, jetzt brauche ich dann halt irgendwie eine krassere CPU. Hat sich ein Ryzen 7 von AMD geholt, also ich glaube, das ist ein 16-Kern-Prozessor und eine Vega 64, also auch eine sehr stattliche Grafikkarte. Und wir haben dann das gleiche Video quasi exportiert und festgestellt, eigentlich beim Export ist nur eine Sekunde Unterschied. Dann hat sich maximal geärgert.
und sich gefragt, warum zum Henker funktioniert das nicht. Und dann sind wir halt erst auf das Problem mehr oder weniger gestoßen. Also DaVinci Resolve mag durchaus viele Kerne, viele Prozessorkerne, aber das ist erst ab der Studio-Version. Das heißt, bei der Free-Version kann man sich den tollsten Rechner der Welt hinstellen, das bringt nichts. Also da limitiert quasi die Software die Performance versus bei der Studio-Version. Die skaliert dann besser mit, dann bringt dann auch die 16 Kerne ein bisschen mehr, dann wird das durchaus schneller. Und dann muss man noch sagen, favorisiert DaVinci Resolve Studio die Nvidia-Grafikkarten tatsächlich. Da habe ich ein Problem mit dem iMac. Richtig, ja, das finde ich aber auch komisch, ja, weil Blackmagic hat ja für Mac die externe Grafikkarte rausgebracht, wo aber eine AMD-Karte drin ist. Ja, von diesen eGPUs gibt es ja zwei Modelle, einmal die mit einer Vega 56 und einmal die mit der, was hatten wir, 580? 580 Pro, ne? Genau, oder Pro hatten wir da Radeon drin. Pro oder wie auch immer. Wie gesagt, bisschen komisch, dass das Resolve eigentlich Nvidia-Karten bevorzugt, aber dann bei dem hauseigenen Produkt dann doch AMD-Karten verbaut. Ja, genau. Und bei der Studio-Version merkst du dann halt auch zwischen einer, keine Ahnung, einer GTX 960, 1070 oder 1080 ist tatsächlich dann auch nochmal ein Unterschied im Export. Und man kann in der Studio-Version ja auch auf der Nvidia-Karte den Nvidia-Codec nutzen für H.264, um das zu exportieren. Mhm. Und der beschleunigt das Rendering, den Export auch nochmal deutlich. Ja. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist in der Studio-Version auch die ganze Timeline, der Schnitt, sehr viel flüssiger. Mhm. Also ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe jetzt auch schon ein paar H.264 Sachen geschnitten. Obwohl ich keine Nvidia-Karte hatte, lief auch alles sehr gut auf meinem iMac. Und mir war das Problem halt, wie gesagt, nicht bewusst. Ich hatte halt, wie gesagt, schon die Studio-Version seit längerem. Ja, die Testergebnisse von dem Test, den der Cousin hier vom Andi gemacht hat, die blenden wir euch hier gerade mal ein. Also ihr seht relativ deutlich, dass der Unterschied doch durchaus gewaltig ist. Das ist jetzt nur so ein kleiner Auszug. Den gesamten Test findet ihr unten nochmal verlinkt, ausführlich. Da seht ihr eben alle Testergebnisse mit unterschiedlichen Einstellungen, Studio und kostenlose Version. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ihr habt gesehen, es macht auf jeden Fall von der Performance her einen deutlichen Unterschied, ob man eben mit der Studio- oder Free-Version arbeitet. Die Studio-Version kostet natürlich ein Batzen Geld, das ist keine Frage. Für mich persönlich gab es da jetzt keine Option, weil ich sehr viel mit Resolve arbeite, war für mich ganz klar. Ich habe mir jetzt vor knapp 3 Jahren die Studio-Version gekauft oder vor 2 Jahren, glaube ich. Da gab es eben keine Diskussion. Ich mache das eben auch beruflich. Falls ihr eher so im Hobbybereich arbeitet, was können wir da auf den Weg mitgeben als Tipp? Also entweder in 1080p, also in Full HD arbeiten, dann ist das nicht so groß das Problem, also dann schafft der Rechner das auch so ganz gut. Oder man kann eben, wenn man etwas komplexeren Schnitt hat oder einen schnelleren Schnitt, auch mit Optimized Media oder mit Proxys arbeiten. Das heißt, man generiert eine Vorschau oder eine andere Codec-Version der Videoclips und dann kann Resolve auch ein bisschen einfacher damit arbeiten. Das geht zum Beispiel auch. Genau. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir kein Geld von Blackmagic bekommen, das zu sagen, das ist auch keine Verkaufsveranstaltung. Das ist einfach nur ein Hinweis, der zumindest mir sehr geholfen hätte, wenn ich ihn schon früher gewusst hätte, weil ich habe durchaus einige 4K-Filme damit geschnitten und habe mich immer massiv geärgert, dass das so lahm ist. Genau. Und das Schöne ist ja auch, wenn man in 1080p arbeitet zum Schneiden, geht alles flüssig. Man kann dann trotzdem hinterher auch einfach die Timeline auf 4K zum Beispiel umstellen und das Ganze dann in 4K exportieren. Das heißt, man hat die Performance-Vorteile, hat aber am Ende trotzdem ein schönes 4K-Video. Genau, und für YouTube reicht das eigentlich allemal. Richtig, genau. Ja, wir hoffen, das Video war hilfreich. Jetzt habt ihr mal nochmal den Unterschied besser kennengelernt zwischen Studio- und Free-Version, der vielleicht vorher noch nicht so bekannt war. Wie gesagt, mir war das vor kurzem auch noch nicht bekannt. Vielen Dank auch hier an der Stelle. Ja, schaut gerne mal auf dem Kanal vom Andi vorbei, ist ein sehr schöner Fotografiekanal. Danke. Guck ich mir auch sehr gerne an. Genau, willst du noch irgendwas zum Abschied sagen? Nö. Gut, haben wir das geklärt. Dann, ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.